Indem Sie den Zustand Ihres Laptop-Akkus überwachen, können Sie den richtigen Zeitpunkt für einen Austausch bestimmen. So geht's. Überprüfen Sie zunächst die Akkunutzung in Windows. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und öffnen Sie Einstellungen. Wählen Sie Strom und Akku und klicken Sie auf Akkunutzung. Blättern Sie nach unten und überprüfen Sie die Liste der Apps, um diejenigen zu identifizieren, die den meisten Akku verbrauchen. In unserem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Apps deaktivieren und aktivieren, die die Leistung Ihres Systems beeinträchtigen könnten. Jetzt überprüfen wir den Akkuzustand im BIOS. Starten Sie Ihren Computer neu oder schalten Sie ihn ein. Tippen Sie beim Dell-Logo wiederholt auf die Taste F2, um auf das BIOS zuzugreifen. Die folgenden Schritte unterscheiden sich je nach System. Klicken Sie bei Systemen, die nach 2021 hergestellt wurden, auf Overview. Überprüfen Sie im Abschnitt Power den Akkustand. Erweitern Sie bei Systemen, die vor 2021 hergestellt wurden, den Abschnitt General und klicken Sie auf Battery Information. Wenn ein Problem mit Ihrem Akku vorliegt, wird es hier angezeigt. Wenn Sie mit der Überprüfung fertig sind, klicken Sie auf Exit, um das System neu zu starten. Um einen Test des Akkus durchzuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche Start, um nach Support Assist zu suchen und es zu öffnen. Gehen Sie zur Registerkarte Support und klicken Sie unter Meine Hardware testen auf Erste Schritte. Erweitern Sie den Abschnitt Ich möchte eine Fehlerbehebung für meinen PC durchführen und wählen Sie Bestimmte Hardware prüfen. Wählen Sie unter Systemgeräte Batterie aus, um einen Test durchzuführen. Wenn während des Tests ein Fehler auftritt, kontaktieren Sie uns über soziale Medien oder eine der Optionen auf unserer Support-Website. Klicken Sie auf Fertig, wenn der Test abgeschlossen ist. Wenn Sie Fragen zu den Informationen in diesem Video haben, kontaktieren Sie uns bitte über soziale Medien, damit wir Ihnen helfen können. Abonnieren Sie unbedingt unseren Kanal, um weitere hilfreiche Support-Inhalte von Dell und Alienware zu erhalten.